noch, da kommt man frisch her. Was ist das? Ich glaube mal. Muss mal treffen. Ah genau, jetzt ist oben nämlich die. Sind die Bodenlaser weg. Ich dachte gerade, was die hier machen. Nichts. Das was? Ach, das ist so ein Code, den ich ablaufen muss. Ich meine, jeder Mitarbeiter, der jemals durch diese Tür möchte, muss diesen ganzen Scheiß auch machen, oder wie? Okay. Alles, was du hast. Ich weiß nicht, sind 19 Credits viel in der Zeit? Ist das wenig? Springen wir halt. Ah, es hat eine Kamera. So. Okay, ich glaube, die Gelegenheitskämpfer war doch ein bisschen unterbewertet. Hui. Autsch! Ach, ich sehe jetzt gerade die Bodenplatten. Und ich sehe, dahinter ist ein Granatwerfer. Und ich darf da nicht drüber rennen, weil am Boden sind noch solche komischen Scheißviecher. Denkst du, ich hab ihn gesehen? Ha, der Teleporter da ist etwas speziell. Weil dieses Defektschild da oben steht nicht umsonst da. Ja. Jetzt. Ja, ich darf den Teleporter nicht verwenden. Aber... was wäre ich denn für ein Spieler, wenn ich jetzt nicht mal probieren würde, was passiert, wenn ich diesen Teleporter doch verwende? Ha. Schauen wir doch mal. Ich schmelze. Tja. Das heißt, wir nehmen den nicht. Wir nehmen den hier. Meine Kiste! Meine Kiste! Ich wollte die doch looten. Du! Hallo! Ich hasse diese scheiß Sensorviecher. Koordinaten für die Einschleusung bestätigt. Sie werden mitten in einer Hochsicherheitszone landen. Anwesenheit von feindlichen Soldaten entdeckt. Scanner zeigen aktives Sicherheitsnetz, aber ich habe keine Möglichkeit, das Netz zu beeinflussen. Viel mehr kann ich nicht für Sie tun. Alles Gute. Andrews aus. Ja, ich denke, ich werde damit zurechtkommen. Gerade so. Ich verschwinde.
es nicht, oder was? Nein, das war das Falsche. Aber das kann doch nicht so schwer sein. Also. Tja, schon was. Ich hab's genau gesehen. Zweier kann auch eine Rolle nach vorne machen. Jetzt halt. Entschuldigung, hilfreich gewesen. Ey Leute, wir haben die zweite Mission schon fast geschafft. Wahnsinn. Ich dachte, dass es so schnell ging. 748. Dr. Gregor Hoffman. Was ist das jetzt noch? Will ich mich veräppeln? Oh, hepp! Na? Puh. Ich speichere jetzt schon mal unter Dr. Gregor Hoffman. Der ist cool. Der ist lustig. Ergeben bewegt! Ah! Habe ich die rote Keycard? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das ist ein perfekter Zeitpunkt, um zu zeigen, was passiert, wenn man nicht im Besitz der Keycard ist. Man legt ein Deadpack und drückt B für Bomb mir die Tür weg. Der Alarm wird deaktiviert. Ah, ich glaube, ich kam dann Geschütztürme hoch, wenn der Alarm ausgelöst wird. Super. Dankeschön. Ich war gerade mitten am Abschießen der Kamera. Rückzug ist okay, Blechmann. Ich habe eine Verbindung zu einem Teleporter bei den Gefangenen zaubern können. Und sie die Konsortium-Schnüffler auf den Fersen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Verbindung noch halten kann. Ich tue mich diesmal mit den Kreuzrelais äußerst schwer. Zu wenig und sie können nicht mehr abzischen. Zu viele und sie werden geröstet. Bringen Sie die Gefangenen schnell raus. Ich halte die Verbindung so lange ich nur kann. Zauberer aus. Schalt mal den Alarm nochmal ab, der gar nicht läuft. Ich dachte, die Kamera hat mich erwischt. Oh Gott, 748 war das, oder? 742? Ich weiß es gerade nicht. 748? Zugang gewährt. Oh. Drei Kameras, Spinner die. Aber jetzt ist es egal. So, jetzt haben wir es geschafft. Zwei Missionen so gut wie am Ende. Soll ich der Widerstandsbewegung einen Dankesbrief schreiben, weil sie uns Material für Versuche am Gehirn geliefert hat? Doyle? Das läuft etwas langsam, Entschuldigung. Sie sind gar nicht Doyle. Wo ist Doyle? Ich werde ihm den Kopf abreißen, weil er sie hereingelassen hat. Mann, gehen Sie sofort wieder raus! Jetzt ist alles klar. Sie gehören zu den Widerstandskämpfern, richtig? Wenn Sie wegen den Gefangenen hier sind, nehmen Sie sie. Die Gefangenen sind für keinen mehr von Nutzen. Ich gebe Ihnen diese Kreaturen zurück. Als Zukunftsvision der Menschheit. Erschaffen von Dr. Gregor Hoffman. Ja,
nichts mit den Gefangenen. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt fast aus ist von dem Rechner. Aber zumindest die DOS-Box kackt gerade ziemlich rum. Aber ziemlich, ey. Ach, Sie zögern? Wieso? Sie kommen von der Zentrale, ist das richtig? Richtig? Wenn Sie hier sind, um mich zu befreien, sollten wir verflucht schnell verschwinden. Wahrscheinlich sind noch weitere Wachleute unterwegs. Kompliment. Ist eine gute Idee, einen Silencer-Anzug zu verwenden. Das jagte mir einen gewaltigen Schrecken ein. Okay, tut mir leid, dass das so stockt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich wegen meiner Taskleiste, dass das hier so ein bisschen überlappt. Deswegen speichere ich jetzt auch die ganzen Zwischensequenzen, News und so weiter, schauen wir uns im Nachhinein an beim nächsten Part. Also, macht's gut. Ade.